Namaste, ich grüße dich. Sei herzlich willkommen in diesem Podcast, sei herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute Mittwoch, den 12.01.2022. Mein Name ist Danielle Janang. Ich möchte dir gerne eine Lesung vortragen aus dem Lichtweltverlag vom 8. Januar 2022 mit dem Titel Die große Revolution hat begonnen. Empfangen von Jan Johannes Kassel. Mächtige Aura, 8. Januar 2022, Lichtfeld Verlag. Mutig voran und sicher an das Ziel. Geliebte Menschen, Gott ist an eurer Seite und die Engel des Himmels fördern jede lichtvolle Aktion, die auf Erden zum Wohle der Menschen und für die Freiheit aller ins Leben gerufen wird. Während immer mehr Menschen ihre lichtvolle göttliche Natur aktivieren, orchestriert der Himmel alle lichtvollen Aktionen und kommt euch auf diese Weise zur Hilfe. Die spirituellen Familien aus dem Sein und die irdischen Familien des Lichts wirken jetzt zusammen. Das erzeugt ein für dunkle Entitäten undurchdringliches Energiefeld, eine mächtige Aura, die sich mit jedem Menschen, der erweckt wird, verstärkt. Die große Revolution hat begonnen und immer mehr inkarnierte Seelengruppen werden sich ihr anschließen. Immer mehr Menschen sehen, wer diese Welt wohin führen möchte. Und sie wenden sich mit ganzer Kraft und aller Macht davon ab. Auf wundersame Weise wird diese Menschheit vor der Übernahme durch dunkle, seelenlose Entitäten gerettet und befreit werden. Und was jetzt begonnen hat, ist die Initialzündung, ist der Auftakt zu etwas viel, viel Größerem. Diese Botschaft handelt davon, dass ihr in diesem Kampf die umfängliche Unterstützung des Himmels genießt. Weder seid ihr alleine, noch kämpft ihr vergebens. Der Schlüssel zur Freiheit. Unsichtbare Kräfte sind am Wirken und sie wirken vor allem in euren Herzen. Denn es sind die Herzen der Menschen, die verwandelt werden. Und sie sind erst verwandelt, ist alles gut und alles kann in die göttliche Ordnung zurückkehren. Dein Herz ist der Schlüssel zur Freiheit und zum Frieden. Dein Herz beinhaltet alle Lösungen und schafft alle Möglichkeiten, innen wie außen. So geschieht es nun, dass Gott die Herzen der Menschen öffnet. Nur die, die sich ganz verschließen, bleiben von dieser Gnade ausgenommen. Die aber, die guten Willens sind, deren Ängste jedoch ein Aufwachen bisher unmöglich machten, erhalten jetzt eine neue Gelegenheit zur Befreiung.
Gott ist in deinem Leben. Aufgrund der Tatsache, dass sich so viele Menschen, und es werden weltweit täglich mehr, für ihre Freiheit, für die Einheit und für den Frieden einsetzen, ist die direkte Führung Gottes möglich geworden. Ihr habt durch euren Mut und durch eure Tatkraft erwirkt, dass sich Gott jetzt in euer Leben einmischt. So lange, bis ihr vollständig geheilt seid und eure irdischen Aufträge erfüllt sind. Den dunklen Entitäten rinnt die Zeit davon. Sie sehen ihren Untergang und stemmen sich mit aller Macht dagegen. Deshalb gilt es auch in der nächsten Zeit, die Nerven zu behalten und sich innerlich mit Gott, dem Licht und der Liebe Gottes zu verbinden. Das spirituelle Bewusstsein der Menschen erwacht. Und das ist der Garant dafür, dass am Ende das Licht über die Finsternis triumphieren wird. Weist die Angstenergien, die euch derzeit fordern, in die Schranken und bereitet der Wahrheit und der Liebe den Boden. Es ist euer tägliches Tun, im Geiste wie im Irdischen, das garantiert, dass alles ein gutes und lichtvolles Ende nimmt. Seht, wie sich immer mehr Menschen dem Licht der Wahrheit aussetzen und zuwenden. Seht, dass das die Früchte eurer Arbeit sind. Jedoch die wahre Ernte steht euch noch bevor. In unendlicher Liebe die vereinten Seelenfamilien aller inkarnierten Menschen. Und so sende ich dir einen Lichtstrahl von Herz zu Herz. Von Dankeschön zu Dankeschön. Von Freude und Liebe. Keiner ist verloren und keiner geht verloren. Weise deine Ängste in die Schranken. Und so ist es. Merci, bye bye. Und ganz lieben Dank. I love you. Deine Danielle.